die Live-Regie. Ich hol mir schon Eis. Ja, ja, der ist schon hin. Chefin? Ich wollte gerne Rosso. Erdbeer, also Softeis mit Erdbeerüberzug. Ich liebe es. Dankeschön. Ich habe jemanden entdeckt, da müssen wir jetzt ein bisschen das System ein bisschen durcheinander bringen. Und da rollen wir jetzt einfach mal so an. Ja? Und. So. Jetzt schaut's mal, wer hier ist. Was ist? Ja, hallo. Hallo. Moin. Wir haben es ganz spontan, wie immer bei mir. Ja, kein Problem. Darf ich dir das geben? Ja, klar. Oder du kannst halten oder anstehen? Nee, ich halte es. Halt es. Also so irgendwie, dass wir einen schönen Ton haben. Ja. Ja. Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Ja. Ich sehe dich auch. Wir sind hier bei Holtermann. Ja. Moin. Wir haben dich ja schon mal vergessen, ich habe da versprochen. Nein, passiert, sei doch nicht so. Ist doch alles gut. Doch, ich bin da mir selbst schon nachtragend. Ja, das brauchst du nicht sein. Und ich habe jetzt gerade so aus der Ferne, habe ich die Instagrammerinnen hier entdeckt. Ja. Haben gedacht, die müssen wir ärgern. Ja. Ja. Und deswegen haben wir hier stehen geblieben. Und da sind wir schon selbst entdeckt worden. Oh, ich gehe mal aus dem Bild raus. Ja. Ich gebe das Mikrofon weiter. Ja. Wer möchte? Möchte jemand? Ja. Ich will keinen. Okay. Hallo. Oh, moin. Ja. Grüß Gott. Grüß dich erstmal. Hallo. Wo bist du? Bist du ja nur noch halb so? Ja. Alle fällt es auf, dass ich ein bisschen abgenommen habe. Bist du ja nur noch die Welt? Nein. Ich bin ja, meine Frau ist, die schlägt mich immer. Zweimal am Tag und seitdem. Kriegst du nichts mehr zu essen? Ja, das ist der Angstschweiß. Da ist einfach. Ich kann nichts dafür. Ich kann nichts dafür. Wie läuft's? Super, super. Ist ja für uns heute eine Premiere hier in Wels. Ja? Wir waren früher schon mal in Graz, aber in Wels noch nicht. Ja? Und ja, wir finden es super. Macht Spaß. Es ist ich finde, von der Atmosphäre ist ein ganz anderes Klientel. Ja, okay. Also die sind, ich finde, die Österreicher sind ein bisschen herzlicher, ein bisschen offener. Ja, Friedrichshafener sind aber auch offenherzig. Ja, das ist schon. Den Norddeutschen wird hier eine gewisse Knorrigkeit nachgesagt. Ja, würde ich auch so unterschreiben. Wir wollen hier mit dem Vorteil ein bisschen aufräumen. Ne? Ja. Ja. Ja, aber die meinen es ja nicht so. Die meinen es ja gar nicht so. Die sind ja genauso herzlich. Aber es ist halt, wie es ist. Es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Aber den Spruch hast du von mir. Ja, ja. Es ist, wie es ist. Ja, aber ja. Mich freut es, dass es läuft. Ja, super. Mich läuft es. Von der Imker-Szene, also gibt es was Neues? Also Insider-Informationen? Ich glaube, jeder hat versucht, seine Neuheiten mitzubringen und das auch zu erklären. Das machen wir eben heute auch. Wenn du mal schaust, wir sind ja prädestinierter Hersteller der Styroporbeuten, der EPP-Beuten, der Ablegerkästen, Frankenbeute, Segeberger. Und das wollen wir eben den Leuten erklären. Ja? Und sind 9 Stunden im Auto gefahren, um hierher zu kommen. Ja? Cool, oder? Was gibt es denn, wenn ihr jetzt schon mal so den Chef da habt, was gibt es denn so richtig, was Neues? Weil ich bin ja zum Beispiel Styropor, da bin ich absolut, da bin ich sehr, sehr schlecht informiert. Ja? Also, wir zeigen die ganze Bandbreite der Franken- und Segeberger Beute. Die Frankenbeute gibt es in verschiedenen Rähmchenmaßen. Also Normalmaß, Zander, Dardan Duest und Dardan Blatt. Die Segeberger ist prädestiniert für Normalmaß. Wir schauen die mal an. Gerne. Also, das ist jetzt Segeberger Beute. Ganz normale Segeberger. Genau. Das ist dann der einfach ein zweigeteilter Zagen. Der ganz normale Deckel. Genau. Flachboden mit Bodenschieber, eine Flachzage und eine Hochzage für Normalmaß anderthalb. Na, okay. Und dann schwenken wir weiter. Wir haben passend für die Vertikalzage, das ist diese hier, haben wir auch einen Ablegerboden gemacht. Ich stelle das hier mal eben auf den Boden. Okay, das kenne jetzt ich noch nicht. Schatz, kannst du mal die Kamera ein bisschen zu uns noch herdrehen? Das heißt, wir nehmen dann die Vertikalzage, können die heraufstellen, haben wir dann den Ablegerboden und haben dafür auch gleichzeitig den Deckel, den packe ich mal daneben, und auch eine Futterzage. Und so entsteht dann bei der Segeberger aus den Vertikalzagen, die ich als Honigraum nehme, auch gleichzeitig ein Ablegerkasten, ein klassischer Ablegerkasten. Das ist raffiniert. Und das gab es vorher noch nicht. Und das nennt sich, kannte ich wirklich nicht. Also das nennt sich Segeberger Ablegerbeute. Meinst du? Ja. Und sind alles Produkte, die von uns hergestellt werden in Norddeutschland. Ja? So, schwenken wir um zur Frankenbeute. Die Frankenbeute Warte mal, ich stelle mal schon die Kamera um. Jo. Die Frankenbeute
ist ja wie unser Dinosaurier, der Styroporbeutel, die gibt es ja schon sehr lange. Ja. Und da haben wir im Laufe der Jahre dann auch Zargen gemacht für Dardant US und Dardant Blatt. Wir haben einen Erhöhungsring für die österreichische Breitwabe, der nennt sich Austria-Ring, eine Futterzarge und genau wie bei der Segeberg auch ein Hoch- und ein Flachboden. Neu ist zum Beispiel auch die Klimaabdeckung. Die gibt es für Segeberger und für die Frankenbeute. Wir sehen hier in der Mitte eine Verschlussklappe mit einem Stockthermometer. Und die zeigt die Temperatur im Stock. Sehr schön. Möchtest du eins haben? Du fragst nämlich immer nach Geschenken. Also langsam kennst du mich ja anscheinend auch schon. Okay. Ich meine, schwitzt du das rum, dass ich so am Schnorren bin? Fällt gar nicht auf. Also, ein Stockthermometer für dich. Bitteschön. Werden wir aufkleben. Gut. Ja? Jo, schön, dass du da warst. Ja. Meine Gäste warten, wenn ich darf. Ja, ist das okay? Weil wir waren hier spontan, ich habe hier die Bühne gecrashed. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich es nur gemacht, weil ich weiß, dass sie das nicht mag. Ja, und, aber war schön. Super. Also, es freut mich kräftiges sehr. Horridor und danke, dass du hier warst. Ja, ich habe zu danken. Okay. Ich ziehe weiter.